Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Manchmal besteht Imkern ja einfach auch nur aus Warten, ne? Ja, was soll man sagen? Wir seht hier im Hintergrund oder hört es auch an den Geräuschen. Wir sind hier wieder an einem schönen Wanderplatz, den wir alle schon kennen auf der Schwäbischen Alb. Leider wahrscheinlich zum letzten, oder nicht wahrscheinlich, ist leider zum letzten Mal in diesem Jahr. Nämlich, wir holen die Bienen heim. Also das war ja, da war ja hier vorne, war ja der Raps, ungefähr, weiß ich nicht, 80 Meter. Und hier hinter uns der Wald und diese schöne Naturschutzfläche, diese schöne Blumenwiese. Ja, ein bisschen was hat es gebracht dieses Jahr. Ganz wirklich ein schön schwieriges Jahr. Es hat ein bisschen was gebracht, muss man sagen. Aber natürlich beileibe nicht. Ne? Wir sind ja angewandert. Der Raps hat angefangen zu blühen. Die Völker waren richtig stark. Und der Wetterbericht hat gesagt, 14 Tage Sonne und warmes Wetter. Da sind wir hier hochmotiviert, haben ja die Windvögel hochgebracht. Ihr erinnert euch noch an das Video, gibt es eins dazu, wo ich gesagt habe, hey, wir stellen die hier so ein bisschen windgeschützt und ein bisschen schattig und so. Hochmotiviert sind wir hierher gekommen und ja, drei Tage Rapsblüte konnten sie nutzen oder 4 Tage. Ne, da hat man ja gesehen, da waren ja diese so um 12 Kilo, 15 Kilo Honig drin. Dann war es wieder kalt, dann war wieder Regen, dann war Hagel, dann war es mal wieder ein bisschen warm, dann war es mal wieder windig, dann hat es mal wieder geregnet, dann hat es mal wieder gewittert, dann kam mal wieder Hagel. So hat sich das Sommer hingezogen. Schlussendlich sind von diesen 12, 14 Kilo Rapshonig, die da mal drin waren, sicherlich nicht mehr arg viel übrig. Wir haben dann auch noch Tage gehabt mit Zunahme. Ich denke, ganz verschiedene Sachen. Brombeeren, Himbeeren im Wald habe ich gesehen. Ich habe sie auch ein bisschen im Wald fliegen sehen. Klar, hier diese Blumen macht sicherlich was aus. Und genau, jetzt sagt der Wetterbericht wieder eine Woche. Also wir hatten eine Woche Regen, jetzt sagt er nochmal eine Woche Regen. Auch wieder mit vereinzelten Unwettern, was wir auch letzte Woche wieder hatten. Und das war dann so der Entschluss, dass wir sie heimholen. Ich bin losgefahren bei Regen bei uns. Der Wetterbericht sagte, es soll regnen. Da habe ich gedacht, cool, kann man untertags fahren. Fahre ich abends los, habe ich keinen Stress, muss ich nicht so in der Nacht arbeiten. Ich komme hier an. 25 Grad Sonnenschein. Ja, Mai. Habe ich mir halt ein Vesper geholt, habe es mir ein bisschen gemütlich gemacht und warte jetzt, bis die Bienen voll drin sind. Dann fahren wir heim. Das war jetzt einfach die Entscheidung auch. Klar, man kann hier noch ein bisschen so Leppertracht und so, da kann man schon drauf spekulieren. Man könnte auch noch, wobei ich es nicht glaube, auf den Wald spekulieren. Aber doch das, dass jetzt nochmal eine Woche Regen kommen soll oder eine ganz durchwachsene Woche, auch wieder mit vereinzelten Unwettern, die natürlich lokal sind, wissen wir nicht, ob das hier trifft oder nicht. Und wir ja dann doch auch langsam dem Bienenjahr zu Ende gehen, habe ich jetzt einfach beschlossen, wir holen die heim, wir teilen die nochmal. Ne? Wir haben jetzt Anfang Juli, da haben wir noch Zeit. Da kommen die praktisch aus der Honigproduktion raus, diese Bienenvölker. Wir nehmen uns die Zeit für die Varroa-Behandlung, ernten natürlich vorher den Honig, schauen, dass wir einen guten Grundstein für das nächste Jahr setzen. Ja, und sind mal letztendlich mal gespannt, was da für ein Honig rauskommt. Ja, also ob da von dem Raps noch was da ist. Mein gewichtsmäßig müsste was da sein. Und was das für ein schöner Honig ist. Ja, ich habe jetzt schon mal alles vorbereitet, ne, wie ihr es kennt. Wartet mal einen Moment. So, jetzt. Da hinten haben wir auch noch ein paar Bienenvölker, Anhänger, Bus, natürlich Bus. Hier habe ich auch schon ausgeladen. Die Schaumstoff für die Fluglöcher habe ich schon verteilt. Meine Waage habe ich abgebaut. Ja. Und jetzt denke ich, bin ich halt hier noch eine halbe Stunde im Ruhemodus. Dann laden wir hoffentlich ohne Defekt alle Bienenvölker auf, fahren heim.
Ja. Und dann schauen wir weiter. Ja, alles in allem ein extrem spannendes Bienenjahr. Ne? Das muss man ja schon mal sagen. Ich glaube, das hat, egal wen man fragt, ja, ob der Opa ein 95-jähriger, 90-jähriger Opa im Chor oder sonst wen, keiner kann sich erinnern, dass sowas passiert, ne? Oder dass er sowas schon mal erlebt hat. Und ich meine, hier, ich hätte gedacht, dass die Bienenvölker schlechter sind, muss ich ehrlich sagen. Ich war jetzt hier lange nicht mehr hier, weil Schwarmtrieb war vorbei. Es war nur so eine Leppertracht. Hätte ich mir die Bienenvölker jetzt, was ich so augenscheinlich gesehen habe, ne, ich habe natürlich nicht überall reingeschaut, hätte ich mir schwächer vorgestellt. Da bin ich jetzt positiv überrascht. Das ist eine der wenigen Male in diesem Jahr, dass ich positiv überrascht bin. Und sonst haben halt irgendwie echt Pech, ne? Auch muss man sagen. Also wenn wir auch die Edelkastanie, ne, wir haben ja relativ viel Bienenvölker oder ja für unsere Verhältnisse viel Bienenvölker in die Edelkastanie gefahren, weil wir eigentlich keine Alternative hatten, außer zu füttern. Und was passiert? Es hagelt, es gewittert in der Edelkastanie, sodass die auch da jetzt die Wachstockdaten bisher schon deutlich hinter dem Durchschnitt, den ich normal so hatte, zurückhängen. Aber ich meine, das kann sich noch ein bisschen entwickeln, denke ich. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ansonsten muss man sagen, an dem einen oder anderen Waldstandort, ja, es läppert zum Teil so vor sich hin. Zum Teil passiert gar nichts. Und ja, es zeigt sich halt auch mal wieder, wie wichtig die Pollenversorgung, glaube ich. Weil das merkt man hier schon durch diese Naturschutzfläche. Die Bienen bringen unheimlich viel Pollen noch, ne, im Vergleich zu anderen Bienenständen. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum ich jetzt hierher kam und so positiv überrascht war über diese Volksentwicklung. Die hatten Futter, die haben nie gehungert. Ja, das muss man ja sagen. Ihr erinnert euch an den Anfang, wo die Bienen herkommen. Die haben ja super hingestellt. Die haben wir gefüttert im Mai. Dann haben wir die in der zweiten Maihälfte, war das glaube ich, hier in den Raps gefahren. Da konnten die richtig nochmal sammeln. Und seither haben die halt immer diese Pollen und immer vereinzelte Tage, wo was reinkam. Nicht unbedingt so, dass wir Honig, also Großhonig ernten können. Wie gesagt, wir ernten da schon was. Und die Pollenversorgung war halt gut. Und ich glaube, das macht eben einfach, da sieht man das auch wieder, was einfach diese Pollenversorgung für einen Hebel einfach hat. Ja, ja, irgendwie schade. Ne? Es ist echt ein toller Bienenstand, die Grillen. Also vorher, wo ich herkam, waren auch voll viel Hasen hier, 3-4 Hasen gesehen, ein Reh gesehen, die Vögel, die Landschaft, ne? Also irgendwie ein bisschen wehmütig gehen wir von dem Bienenstandort hier weg. Mal gucken, wann wir hier wiederkommen. Und ja, ich denke, ich nehme euch jetzt mal mit, ich mache jetzt die Fluglöcher zu. Thank you.
Jetzt kehrt langsam Stille ein. Ihr seht es im Hintergrund. Die Karre ist gepackt. Und natürlich, wir haben hier einen sauberen Platz vorgefunden. Also hinterlassen wir auch wieder einen sauberen Wanderplatz. Das heißt, ich gehe einfach am Schluss nochmal überall durch. Nicht, dass ich irgendwo ein Kantholz oder sonst was liegen lassen. Ich finde, es gehört sich auch genauso wie der Honig an den Besitzer. Wir wollen das ja alle miteinander machen. Ja, ich hoffe, ihr habt die Drohnenaufnahmen genossen. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg und werde wieder einen schönen Sonnenuntergang sehen. Passt mal auf. Es ist einfach schade, dass es in der Kamera nicht immer so wirkt wie in echt. Aber was muss ja auch dem vorbehalten sein, der die Sache in echt erlebt, der die Bienen wandert, der die Grillen riecht, der das, den Duft der Natur hat. Das macht sie auch aus, das macht ja auch Spaß. Und ja, alles muss und kann man ja nicht teilen mit euch. Hier im Vordergrund seht ihr jetzt den Raps, zu dessen guten Ernte wir hoffentlich auch unseren Teil beigetragen haben. An Wasser mangelt es dieses Jahr nicht. Ja, ich finde, auch der Raps sieht ziemlich ordentlich aus. Wo gibt's denn das? Also bei uns daheim nicht, dass du um 9 Uhr abends an der Ortsverbindungsstraße steht und es kommt einfach kein Auto und es ist total ruhig. Ja, ihr habt es ja gesehen in den Aufnahmen von der Drohne. Es ja, wie gesagt, da ist ja nicht arg viel Honig drin, aber da kommen wir jetzt schon an die Grenze der Wanderkarre. Aber ja, in der Regel fahren wir die Bienenvölker ja auch nicht voll, beziehungsweise so halb voll, wie die jetzt sind. Ja, jetzt am Morgen danach, hier stehen sie gestern Abend um 11 Uhr, glaube ich, war ich dann daheim, haben wir sie noch abgeladen. Ich habe jetzt hier zu uns in die Imkerei praktisch gefahren, weil ich möchte die teilen. Hier habe ich das Material, ne? Hier habe ich die Zargen, hier habe ich die Mittelwände, hier habe ich das Futter. Und dann mache ich das jetzt einfach so, dass ich die, also klar, erstmal Bienenflucht drauf, Honig runter und dann teilen wir die. Und wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Und dann teilen wir die und dann fahre ich einfach die Brutlinge von hier weg. Die Fluglinge bleiben dann hier noch stehen und fahre die dann später auch noch an einen anderen Stand. Das war mir jetzt so vom Arbeitsablauf relativ, ja, bei gestern Abend ziemlich müde und habe ich gedacht, ich stelle die da hin und dann habe ich alles da, bevor ich jetzt die wieder woanders hinfahre, wo ich dann noch länger brauche zum Abladen. Deshalb habe ich das jetzt so gemacht. Klar, man kann sie auch direkt auf den Standort fahren, wo sie bleiben. Ich denke, in dem Fall wird sich das nicht schenken, weil ich dann eben das Material hinfahren müsste. Hier habe ich es direkt hinter mir. Also insofern denke ich, ist das eine ganz ordentliche Variante. Viele von euch werden jetzt vielleicht, oder einen habe ich da im Verdacht, wird vielleicht sagen, hey, warum fährst du deine Bienenvölker jetzt schon von der Alp weg, da blüht doch die Linde und so. Ja, ich meine, letztendlich ist es eine Abwägung. Ich kann nicht alle Bienenvölker in der gleichen Woche fahren oder am gleichen Tag. Ich kann nicht alle behandeln gleich. Also ich muss ja so eine Staffelung einfach haben. Und da überlege ich mir halt bei den Bienenvölkern, bei den Bienenständen, welche sind die, wo ich aus verschiedenen Gründen als erstes wieder heimhole. Ja. Also das spielt bei mir natürlich ein bisschen so die Rolle, klar, die Entfernung auch. Also ich habe gerne prinzipiell die, wo weiter weg sind, habe ich eigentlich gerne als erstes erledigt oder früh erledigt. Da muss ich da nicht immer hinfahren. Dann natürlich die Tracht vor allem, also das ist eigentlich der Hauptpunkt, ne? Was kommt an Honig rein? Und dann auch, was sind die weiteren Arbeitsschritte? Ja? Also wie die
die Gruppe jetzt, die will ich teilen. Die haben relativ alte Königin, da werden wir viele Königinnen austauschen. Also mit der bin ich einfach noch ein bisschen länger beschäftigt und dann habe ich mich halt entschlossen, mit diesen anzufangen. Andere sind natürlich noch Vollgas im Einsatz, aber ja, irgendwann muss man anfangen. Ja. Und wie gesagt, man kann das ja ab einer bestimmten Völkerzahl jetzt nicht an einem Wochenende abfrühstücken. Und deshalb fangen wir irgendwann an, macht man sich halt Gedanken, klassifiziert es ein bisschen und legt dann los. Ne. Die sind jetzt daheim. Wie gesagt, jetzt müssen wir ein bisschen ins Büro und dann kommen die Windfluchten rein. Und ja, dann geht alles seinen Gang. Ja. Also in dem Sinne, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Macht's gut, viel Erfolg. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar schöne Honigtage. Wir haben jetzt diesen Tag unheimlich warm. Morgen soll es dann schon wieder regnen. Mei, so ist halt. Also macht's gut.